Den finde ich ein bisschen angenehmer als diese blöde Fackel da. So. Hier ist aber nirgends so was. Das ist halt mein Problem. Telekinese, Telekinese. Da habe ich ein Buch gefunden. Kristallkugel des Öffnens. Nee. Muss ich vielleicht noch mal jemanden fragen oder so, dass ich. Das ist halt jetzt die Frage. Nee, das brauche ich auch nicht. Vielleicht ist irgendwas an den Bildern, was ich jetzt zwar nicht glaube, aber man kann ja alles mal austesten. Habe ich nicht schon Tür öffnen gelernt, ne? Da vielleicht rein. Tür öffnen, wo war das jetzt nochmal? Tür öffnen war, glaube ich, hier, oder? Das hatte ich doch gerade. Ja. So, dann gehe ich da mal rein. Auch wenn er sagt, das ist unmöglich. Ich habe irgendwie. Ich weiß es nicht. Nautilus-Verwandlung. Achso, okay. So, jetzt bin ich wieder im neuen Raum, glaube ich. Müsste ich eigentlich. Da nehme ich einfach mal alles mitnehmen. Ich speichere mal. Nein, nicht laden. Nein, nicht wie bei Jedi Knight auf einmal laden drücken. So, speichern. So, und dann lese ich mal hier die Bücher eben. Meister Abrax, da habe ich ihn doch. Und ich lese jetzt eben mal die Bücher. Hier noch irgendwo ein Buch? Bett, dann frage ich mal den Abrax. Stell es zu den anderen Tellern. Ich esse später. Ich muss für Meister Illuma alle Zutaten für die Spruchrollen zusammensuchen. Zutaten? Experimentiert der alte Zausel schon wieder mit Tränken rum? Das kann doch nichts werden. Es hat ihn schon immer gewurmt, dass ich bessere Tränke brauen kann als er. Illuma sollte lieber bei seinen Spruchrollen bleiben. Es geht doch um Zutaten für Spruchrollen. Ach so. Warum sagst du das denn nicht gleich? Es ist trotzdem sehr naheliegend, dass du zu mir kommst. Spruchrollen und Tränke haben so manches gemeinsam. Beide tragen Kraft in sich, die von jedem geweckt werden kann. Alles, was man braucht, sind die Zutaten, die Formel und ein bisschen handwerkliches Geschick. Kennst du denn Zutaten? Jetzt hör mir mal zu, Junge. Ich habe schon Tränke gebraut, da hast du noch in die Windeln. Auch für Spruchrollen? Ach ja, richtig. Es geht ja um Spruchrollen. Warte. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mal mit einem Verwandlungstrank beschäftigt habe. Dabei habe ich auch die Spruchrolle der Illusion studiert. Ich muss hier
was rumliegen haben. Was weißt du über die Illusion? Hier muss irgendwo ein Buch darüber liegen. Wenn du es findest, kannst du es lesen. Aber bring bitte nichts durcheinander. Meint ihr das? Ich speichere mal. So, der Meister Ambrax ist ja auch schon ein alter, verlässlicher Typ, wie es scheint. Ich guck mal im Schrank irgendwas. So, nochmal. Okay, die durfte ich mir alle nehmen, das ist cool. So, ich gehe nochmal hier lang. Vielleicht liegt hier das Buch. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Ah, da ist auch noch eine. Ah, ne, da war ich ja dran an der Truhe. Bin ja nichts. Da war ich ja schon dran. Gut, ich denke. Stell mir eine Prüfung. Magier sein, bevor ihr lesen könnt. Nein, so einfach geht es nicht. Du hast doch keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Auf eine Prüfung muss man angemessen vorbereitet sein. Jetzt gib mir endlich eine Aufgabe. Ich weiß doch gar nicht, wofür du geeignet bist. Ist doch egal. Ich werde es schon schaffen. Meinst du, das nötige Selbstvertrauen hast du jedenfalls? Vielleicht hast du ja auch das nötige Glück, um so eine Prüfung zu bestehen. Egal wie du mich prüfst, ich werde bestehen. Du willst mir wohl imponieren. Also gut, da du noch keine allzu umfassende Ausbildung hast, werde ich dir eine weltliche, wenn auch gefährliche Aufgabe stellen. Ich habe zwei Novizen losgeschickt, um mir Pflanzen zu bringen. Bisher sind sie nicht wiedergekommen. Finde sie und bringe mir die Pflanzen. Das ist dein. Novizen zurückholen? Die Prüfung ist lächerlich. Es ist nicht an dir, die Prüfung zu bewerten. Du weißt doch gar nicht, welchen Gefahren du dich aussetzt. Immerhin sind zwei Novizen nicht zurückgekehrt. Was soll ich den Novizen sagen, wenn ich sie finde? Schick sie zu mir. Ich werde eine neue Aufgabe für sie finden. Du wirst mir die Pflanzen bringen. Wie heißen die beiden Novizen? Sakura und... Barry. Genau das war sein Name. Ich habe sie nach draußen geschickt. In den Wald am Fuße des Berges. Dort solltest du anfangen zu suchen. Welche Pflanzen brauchst du? Wenn ich das noch wüsste. Hast du dir das nicht aufgeschrieben? Ja, natürlich. Wo habe ich... Ja, hier ist sie. Hier ist eine Liste von allen Pflanzen, die ich brauche. Gut, dann speichere ich nochmal und guck dann in diesen komischen Wald, wo die Novizen sind. So schwer kann das ja nicht sein, wobei ich das ja auch letztes Mal schon gesagt habe, wo ich diesen, was soll ich nochmal finden, diesen Typen da in der Höhle. Und das war dann doch schwieriger, als ich gedacht habe. Ich guck mal, was er für Pflanzen braucht. Da... 6 Heilpflanzen, 4 Mana-Pflanzen. Habe ich das nicht sogar schon? 3 Heilpflanzen und Mana-Pflanzen. Mana-Pflanzen habe ich genug. Okay, aber trotzdem. Trotzdem gehe ich jetzt einfach mal hoch. Ah.
Und am besten ich schlafe dann gleich mal. Bis zum Mittag schlafen. Okay, es regnet noch immer und jetzt muss ich mal eben auf der Karte gucken, wo der... ne, da wollte er es nicht. Wo war das denn jetzt nochmal? Da, Questkarte. Da unten. Achso, einfach diesen Weg. Ich weiß, glaube ich, was der meint damit. Jetzt habe ich irgendwo... Genau das habe ich ausgestellt. Oh, das kann ich ausmachen. Ist ja auch cool. So, dann gehe ich einfach mal runter. Ich habe 3 große Mana-Tränke, einen mittleren. Dürfte jetzt nicht das Problem sein. Dann brauche ich Heilpflanzen, noch 3. Mana-Pflanzen habe ich genug. Dann speichere ich nochmal hier.